Gut, willkommen zurück, Leute. Wir starten die nächste Nebenmission und zwar vertraue niemals jemanden. Ja. Moment, lass uns das mal gerade lesen. Onkel Kalle hat dir erzählt, dass eine Freundin und Gesinnungsgenossin von ihm ein Haus in was in Öfterbeutrop hatte. Nur einen Steinwurf östlich von der Fluchtburg. Er nannte sie seine alte Bodhi. Die beiden verbrachten eine Menge Zeit zusammen, redeten über außerirdische Militärverschwörungen oder Vertuschungsaktionen der Regierung und interpretierten Nachrichten so, dass sie zu ihrem Weltbild passten. Kalle hat auch erwähnt, dass Bodil, Krisenvorsorge betrieb und gut in Nähen war, besonders wenn es darum ging, Kleidung widerstandsfähiger zu machen. Nur falls mal alles vor die Hunde geht, wie sie zu sagen pflegte. Vielleicht findest du dort Pläne und Materialien, um etwas für dich selbst, aber auch für die Bewohner der Fluchtburg anzufertigen. Okay. Dann wollen wir mal. So, wir müssen nach hier. Ja, es ist eigentlich so der schnellste Weg. Da wollen wir mal. So. Und hier lang und hier lang und oh. Okay, sind auf dem richtigen Weg. Aber ich würde, dass da wieder was los ist, oder? Würde mich ja überraschen, wenn jetzt nicht. So. Da hinten irgendwo. Schau mal an. Wir sind nicht alleine. Finde den Plan. Im Haus. Scheiß Drohne muss weg, weil ich habe keine Lust, dass jetzt hier gleich wieder der Teufel abgeht. Ah, Moment, wir können nicht ins Haus. Also nicht von hier. Okay, ist irgendwie weg. So. Sammle 8 Stück Zirn, sammle 16 Holz. Was ist er denn? Also Holz und Zwirn. Moment, ist der hier drin? Bist du hier drin?
noch irgendwas hier drin? Nee. Juhu. Moment, irgendwie sagt das mir, hier wäre noch was drin. Ja, da. So, gehen wir nochmal hier alles durch. Hier auch noch. So, nochmal alles in Ruhe hier durchgehen. Hier ist auch noch was. Was ist denn hier los? Kommen die plötzlich alle her? Gut, das Holz hätten wir. Ah, fuck. Ne, das Holz haben wir noch nicht ganz. Hier was drin? Ne, ist ein Nebenraum. Ah, dann ist es doch im Nebenraum. Okay, hier ist noch was. So, dann hier gucken, ja. Okay. Okay, dann war das ein Sammelgegenstand oder so. Durchaus möglich. Oh, Alter, ist das eine Pummelei, das da, ne? Ah, jetzt muss ich auch noch Zwiebeln sein, in der Fall. Fertig. Eine explosionsfeste Jacke, Qualität 1. Fertige eine explosionsfeste Jacke, Qualität 1. Dann muss es hier eine Nähmaschine geben, oder? Moment, hier im Haus oder irgendwo da hinten? Ne, dann ist es außerhalb dieses Hauses.
Da drin. Echt, da drin ist eine Nähmaschine? Ja, gut. So, fertige eine explosionsfeste Jacke, Qualitätsstufe 1. Na schön. Jacke haben wir hier. Qualitätsstufe 1. Na, haben wir doch die. Explosionsstufe 1. Besonders explosionsfeste Jacke, mehr lesen. So, erstmal besonders explosionsfeste Jacke. Besonders explosionsfeste Jacken. Die, ein kleiner Stapel von besonders explosionsfesten Jacken, die du für den derzeitigen und vielleicht zukünftigen Bewohner der Fruchtburg Mulwatt Berget anfertigt hast. Eine Jacke allein wird nicht ausreichen, um jemanden das Leben zu retten, aber in bedrohlichen Situationen kann sie vielleicht genau das benötigte Quäntchen zusätzlichen Schutz bieten. Rudi und Khalid, ungelöste Fälle. Einer von vielen Aktenordner, in denen Bodhi und Kalle Dokumente zu den zusammengetragen haben, was sie die ungelösten Fälle nannten. Er enthält einige unscharfe Fotos sowie etliche handgeschriebene Notizen, vermutlich von Bodil und Kalle. Hinzu kommen alte Zeitungsartikel über bestimmte Ereignisse der 1980er Jahre aus Schweden und dem übrigen Europa, etwa über den Nilsbrand-Unfall in Sverdlovsk oder wie auch immer das ausgesprochen wird, 1979, den U-Boot-Spionage-Fall Whiskey on the Rocks 1989 oder sogar die Ermordung des schwedischen Ministerpräsidenten Olaf Palme 1986. Das hatten wir ja auf der Insel gehört über dieses Audio. Ihren Notizen zufolge hatten die beiden im Frühjahr 1989 eine leere FOA-2-Akte in der Nähe des Militärstützpunkts Normalmeier gefunden. Für Bodil und Kalle war das die Bestätigung ihrer These gewesen, dass das schwedische Nationale Forschungsinstitut für Verteidigung FOA sich mit einer außerirdischen Spezies dazu versprochen hatte, tödliche Waffen herzustellen. Für sie hatte es daher nahegelegen, zwischen dem FOA 35 und anderen mysteriösen Vorfällen etwa in Roswell Area 51 und Tunguska eine Verbindung herzustellen. Es musste sich einfach um außerirdische Kolonisten handeln, aber niemand hatte sie je ernst genommen. Nicht einmal Kalles geliebter Neffe Freddy. Sie hatten diese Worte in großen Lettern quer über eine ihrer Notizen geschrieben. Vertraue niemals niemanden. Und damit würde ich sagen, ist dann die Mission abgeschlossen, ne? Nö, ist sie nicht. Bringe die besonders explosiv festen Jacken in die Luftburg. Okay, dann können wir eine Schnellreise machen, würde ich sagen, oder? Ja. Lass die da draußen sich belgen. Moment, habe ich jetzt diese Jacke, die wo ich da gemacht habe? Okay. In die Fluchtburg. Und zu wem? Also zu ihm geht ja nicht, weil er hier. Nee. Er ist es auch nicht. Ja. Hier hin? Nee. Doch. Vertraut niemals niemanden. Okay. Stück für Stück. Ne, das ist hier. Vertrauen niemals niemanden. Nur ja, damit ist die abgeschlossen. Okay. So, lass uns mal gucken. Nebenmission ist jetzt alles erledigt. Ja, nicht gerade sehr kreativ. Also, schlimmste ist diese Nebenmission. Nervt Hüttenhof 10. Ja, und dann. Das war's eigentlich, ne? Würde ich mal sagen, vorerst. Ja. Dann sag mir mal an, was bei dir abgeht. Vår speciella leverans till Phoenix är nästan klar. Se bara till att du får med dig Veronikas lilla manik.
Okay, und das ist jetzt bitte wo? Hier. Okay, dann machen wir das. Den här lilla manicken är toppmodern och drivs av samma mjukvara som Fenix, så den kan kanske ge oss tillgång till dess svagheter. Det tror jag när jag ser det. Tills dess, om vi stöter på något hinder, måste vi kunna knuffa det ur vägen. Det kanske finns något på gamla skrotupplaget som vi kan svetsa fast vid lastbilen, en snöplog eller ja, liknande. Hauptmission, Praxis, Veronika Hacking-Gerät. Veronika Hacking-Gerät, ein Gerät, das Veronika für ihre Arbeit als Computeringenieurin am FOA 53 konstruiert hat. Es sollte die Abteilung bei ihrer Forschung zur Mensch-System-Schnittstelle unterstützen. Ursprünglich als provisorisches Fehlerbehebungswerkzeug kompensiert, erlaubt es dem Nutzer während Experimenten die invasiven EEG-Schnittstellen an Mäusen und Affen verschiedene Befehle einzugeben. Da Veronika den Verdacht hat, dass FNIX aus dem Unfall am FOA 53 hervorgegangen ist, vermutet sie, dass das FNIX noch immer auf derselben UNIX-Architektur basiert wie das gesamte FOA, also das schwedische Nationale Forschungsinstitut für Verteidigung. Wenn dies zutrifft, kann ihr Fehlerbehebungsgerät theoretisch auch an aktuelle FNIX-Ports andocken, um etwa Daten abzugreifen oder die Ausführung bestimmter Befehle zu erzwingen. So. Und wo ist dieses Ding? Hier unten. Ja, dann gehen wir doch mal dahin. Würde ich sagen. Habe ich die Mission nicht eingeloggt? Doch jetzt. So. Oh ja. Inte ens all sprängdeg i världen kommer hjälpa oss om vi inte har en obehindrad väg dit vi ska. Det sista vi behöver är att vi blockerar det medan vi har utomjordingarna efter oss. Som jag sagt tidigare, de är inte utomjordingar. Ja, vad de än är. De kommer att få betala för vad de gjorde mot Freddy. Så. Apokalypse-Gegner? Ach du Scheiße. Was machen denn hier Apokalypse-Gegner? Oh, das Ding ist gut bewacht. Shit. Komme ich da unbemerkt ran? Oder habe ich keine große Wahl? Na, wir sehen's. Ja, geht vielleicht sogar. Da vorne ist er. So, lass mich mal gucken. Wir haben jetzt. Wo ist es? Schneeflug. Ein Schneeflug, den du von einem alten Traktor auf dem Schrottplatz Fasterburg im südöstlichen Teil des Ackerlandes geborgen hast. Wer hätte gedacht, dass so etwas
im Kampf der Menschen gegen Maschinen von strategischer Bedeutung sein könnte. So, was müssen wir als nächstes? Erkunde den FNX-Außenposten in der Nähe, um das Hacking-Gerät auszuprobieren. Okay. Was machen hier Apokalypsenflaschen bei einer bei Phoenix-Einheiten? Varför insisterar den med att använda Svantes röst? Jag står inte ut med att höra honom säga såna här saker. Det är inte Svantes röst, det är min. Wow, was war denn das gerade? Ich habe geschossen und plötzlich ist hier aber wirklich alles explodiert. Wow, und ich bin sogar tot. Ist der tot? Alter, was war denn das gerade? Aus dem Loch raus. Alter, komm doch aus dem Loch raus. Ja, dann halt nicht. Das fungierte. Und den här datan informerar om en enorm mängd elförbrukning i yttre änden av Hisingenäsets halvö. Det är dit vi måste bege oss. Okej, vi har en app. Veronica, vad än det är för information du tror dig ha ackumulerat så kommer det inte att kunna hjälpa dig. Inget kommer att hjälpa dig. Phoenix meldet sich wieder. Okay. Zurück zur Fluchtburg. Alter, ich war doch gerade. So, ich bin aus dem Kampf raus. Ja, sicher, als hättest du. Könntest du mich jetzt noch irgendwie sehen? So, jetzt müssen wir erstmal noch kurz lesen, was wir da gerade gemacht haben. Apokalypse-Klassen hier. Total komisch. Dürften eigentlich gar nicht hier sein. Karte des Feedingsstromnetzes. Eine Karte der Südküstenregion. Erstellt anhand der Daten, die durch Anschließen von Veronikas Hacking-Gerät an den Port des FNIX-Generators
erhalten hast. Die Daten werden als Punktesteuerungskarten dargestellt. Sie zeigen ein dichtes Netz von hoher elektrischer Aktivität und regen Datenverkehr im südwestlichen Teil der Halbinsel in Singangneset, wo auch immer man das ausspricht, in der Südküstenregion. Dort scheint ein Zentrum von FNIX-Aktivitäten zu liegen. Im Moment dein bester Hinweis auf einen möglichen Standort der Kanone. Oh Gott, wir müssen durch diesen ganzen Süden. Das wird ja wieder was. Ja, der Süden war nicht ohne. Das muss man einfach lassen. Der war einfach nicht ohne. Bring den Schneeflug an den Laster an. Okay. Ach, hier vorne, okay. Det är för farligt att låta en yngling som dig att köra. Jag kan redan se att du vill bråka om det. Men jag är mer envis än du. Och det blir jag som kör. Ach du Scheiße. Durch die ganzen Südküsten, das Ding da. Ach du Scheiße, das ist eine Hauptmission, das ist keine Nebenmission, ne? Oder? Freie Bahn. Sprich mit Kalle, damit er den Laster startet. Oh. Ja, da brauche ich aber erst Vorbereitungen, Leute. Waffen, Munition. Weil wir durch diese ganze Südküstenregion. Ich glaube, wir können da nicht irgendwo halten oder so, oder? Ja. Gucken wir mal gerade, ob es oben irgendwas gibt. Nee, nee, nee. Ich gucke mal, ob es noch drin irgendwas gibt. Das wird deine heiße Angelegenheit. Dann muss ich nämlich auch erstmal wieder eine Schnellreise machen und alles verstauen und umstellen. Moment mal, was steht da? Keine Mission. Weil ich muss nochmal raus, ob hier noch eine Mission. Ne, hier sollen Waffen sein. Wo hier Waffen sind? Keine Ahnung. Dann das erste Hilfeset. Ja, erste Hilfeset muss ich machen. Die experimentellen, ja. Die werde ich dann auf jeden Fall brauchen. Je, oh je, oh je, oh je. So, hier. Nee. Ist hier irgendwas? Nee. Nee, dann scheinen wir wirklich alle Missionen wohl zu haben. Interessant. Das heißt, wir müssen jetzt ein Ding transportieren durch die ganze die Südküste, wo ich da geholt habe. Ach du grüne Neun. Uff. Das wird bestimmt hässlich. Und kein Vergnügen. So. Ne, da muss ich erstmal bei mir im Inventar aufräumen. Brauche ich halt auch. Schnelligkeit. Ich hoffe, dass es da so Safe-Punkte gibt halt auch. Also. Weil das ganze Ding da durch die Südküstenregion. Nein. Ich kann mir schon denken, wo, weil diese Dinger da, die sind ja nicht aus Spaß. Das sind anscheinend, ja, das sind Außenposten. Kontrollpunkte, wie man so schön sagt. Das heißt hier lang. Dann hier lang. Dann. Das ist kein Kontrollpunkt. Das heißt, hier sind Kontrollpunkte. Moment, hier haben wir auch einen Kontrollpunkt. Ne, das ist ein Datenzentrum, kein Kontrollpunkt, oder? Das ist ein Außenposten. Auch. Aber wo fährt der hin? Datenzentrum. Zentralen. Oh, zentralen Nervensystem. Das heißt, der fährt hier hin. Das heißt. Die Richtung wird hier sein. Ist jetzt so eine Vermutung. Dann hier.
Bauernhof-Kontrollpunkt, gehe ich mal fest von ausgehen. Hier hätten wir einen Unterschlupf in der Nähe, was ziemlich gut wäre. Ich muss auf jeden Fall Funkgeräte mitnehmen, wenn da was schief geht. Adrenalinspritzen machen auf jeden Fall. Das wird keine Rolle spielen. Das heißt, dann wird der so lang fahren. Oder der wird sich auf Straßen halten. Dann wird der hier lang fahren. Hier lang. So, hier wird er nicht lang fahren, weil hier ist ja eigentlich nichts. Das heißt, der wird zum zentralen Nervensystem fahren. Alter, was eine Strecke. Also, ist jetzt so meine Vermutung. Und ich denke, dass das so ungefähr auch hinkommt. Boah, das ist ja böse. Das ist ja einfach nur böse. Ja, da muss ich erstmal Vorbereitungen treffen. Leute, dann will ich aber sagen, das war's von dem Part. Wir sehen uns im nächsten Part. Und dann haben wir eine lange Reise vor. Ich hoffe, dass ich das... dass man da halt auch zwischendrin mal ganz kurz stoppen kann und nicht, wenn das Fahrzeug ein, zwei Kratzer Schüsse abkriegt, dass es dann in die Luft geht, dann könnte es richtig übel werden, aber richtig übel. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und dann gucken wir uns die Mission an.